So, ja, ich würde mal sagen, wir beginnen. Im Namen der Alternativen, die Grünen und der Jungen Alternativen Zug, möchte ich euch recht herzlich zu diesem Anlass begrüßen. Es freut mich sehr, dass trotz widrigen Umständen so viele auch hierhin gefunden haben. Jetzt sind ja schon über 50 Teilnehmende und es werden wahrscheinlich noch einige dazukommen. Mein Name ist Lucian Franzini und ich werde heute Abend ein bisschen durch diese Veranstaltung führen und moderieren. Ja, als am 11. Februar diesen Jahres die Schlagzeilen in der Schweiz, aber auch in der Welt herumgingen, dass aufgrund von Leaks, die durch die CIA auf eine Art und Weise an die Öffentlichkeit gekommen sind, aufgedeckt wurde, dass systematisch betrogen wurde bei einer Zuckerfirma, bei einer hochangesehenen internationalen Firma wie die Krypto und dass für Jahrzehnte Chiffriergeräte manipuliert waren und auch westliche Geheimdienste dadurch an Informationen kamen. Da ging natürlich auch ein Ruck durch den Kanton Zug und darauf wollten wir eigentlich bereits im Mai eine solche Veranstaltung durchführen. Diese wurde dann verschoben wegen der Corona-Pandemie und nun findet sie online statt. Wir haben heute sehr hochkarätige Gäste bei uns, die dieses Thema schon seit Jahrzehnten begleiten. Einerseits Rhys Strehle, er ist Ökonom und Gründer der Wochenzeitung Die Woz. Aktuell ist er freier Mitarbeiter beim Tagesanzeiger, Berater für publizistische Projekte und auch Präsident der Schweizer Journalistenschule MAZ. Er hat 1994 das Buch über Hans Bühler herausgegeben, über das wir heute sicher auch sprechen werden, aber auch dieses Jahr hat er das Buch Operation Krypto herausgegeben, das diesen Fall nochmals beleuchtet und natürlich hochaktuell ist. Daneben haben wir Chris Blumer heute Abend hier. Sie ist die Tochter des Kryptoverkäufers Hans Bühler. Und auch seit Jahren natürlich auch durch ihre persönliche Biografie mit diesem Thema sehr eng verknüpft. Und der dritte Gast heute Abend ist Joe Lang. Er ist Historiker und Altnationalrat und auch seit Jahrzehnten auf diesem Thema aktiv. Vor allem natürlich auf politischer Ebene, wo dieses Thema auch in den 90er Jahren im Kanton Zug bereits für viel Furore gesorgt hat. Und auch darüber werden wir heute etwas sprechen. Wir möchten gleich mit diesem Buch beginnen, Operation Krypto, die Schweiz im Dienst von CIA und BND. Und da möchte ich doch gleich Rhys Strehle bitten, uns einige Seiten daraus vorzulesen. Vielen Dank, Lucian. Vielen Dank auch euch allen für die Organisation. Der Zug ist eine Art unser Lieblingsplatz eigentlich für dieses Thema. Wir sind ja damals auch, Hans Bühler und ich sind 1994 nach Zug gekommen mit dem anderen Buch, mit dieser Veranstaltung von Joe damals organisiert. Der wird darauf zu sprechen kommen. Und von daher möchte ich auch dieses Kapitel jetzt, das stark sich mit Zug eben beschäftigt, möchte aus diesem Kapitel vorlesen. Es ist schade, dass wir die Veranstaltung nicht physisch durchführen können, aber es passt ja irgendwie auch zum Thema und zu Zug, dass wir das jetzt virtuell machen. Zug ist ja eine Art Kapitale des virtuellen Geldes auch und abgesehen davon, denke ich, ist diese Ambivalenz, die in Zug steckt, für mich als Außenstehender ist es immer eigentlich das Faszinierende. Auf der einen Seite eine sehr freundliche, ja, ich kann sagen, warmherziger Ort mit einem wunderschönen See und auf der anderen Seite immer einem letztlich düsteren Geheimnis, was die ganzen internationalen Beziehungen dieses Standorts eben betrifft. Ich möchte auch den See gleich jetzt zum Anlass nehmen. Also ich lese aus diesem Kapitel, das heißt, das ist ein Zitat eines Kryptoangestellten, das ich da übernommen habe, das er im Neujahrsblatt, Zuger Neujahrsblatt, mal geschrieben hat: Der See ist schwarz. Minerva, das war übrigens der Name der CIA-Deckname für die Firma Krypto, und das ist eigentlich ein alle Namen sind vielsagend. Minerva ist die Göttin der Weisheit, aber auch der Kriegskunst.
Minerva, das ist die große Geschichte eines geheimen Programms der amerikanischen CIA und des deutschen Bundesnachrichtendienstes auf Schweizer Boden. Die römische Göttin der Weisheit und Kriegskunst gab ihm den Namen. Der schwedische Unternehmer Boris Hagelin gab ihm die Firma, die in der Schweizer Stadt Zug den Ort und die vermeintlich neutrale Schweiz den Rahmen. Hagelin wählte die Schweiz, weil Schweden mit seinem Vermögen und seinen Patenten strenger umgegangen wäre. Er wählte Zug, wo sich lokale Politiker dankbar dafür hergaben, für die Lauterkeit der Firma gerade zu stehen, ohne nachzufragen. Er wählte den Hang oberhalb der Stadt als neuen Wohnsitz und Entwicklungslabor. Im Alter von 60 Jahren zog er in ein Holzchalet an der Weinbergstraße mit Blick auf Stadt und See. Dieser See ist in den Beschreibungen der Angestellten oft Thema, Anziehungspunkt und zugleich Irritation. Die Firma wird sie später mit einem eigenen Yachtclub locken. Aber Tiefe und Farbwechsel des Wassers sind ihnen je nach Jahreszeit und Wetter nie ganz geheuer. Meine Frau hatte von Bekannten gehört, dass Zug sehr düster sei, sehr katholisch, sagt Klepper, der für seine Tätigkeit in der Firma extra dorthin hinzog und 23 Jahre blieb. Die CIA gibt dem Basler diesen Decknamen Klepper, weil er ein großer Bewunderer der USA ist. Die Schweiz gibt ihm den Titel eines Fachoffiziers, weil er am Aufbau eines sicheren Funknetzes der Armee beteiligt ist und sie auf dem Laufenden hält, was in der Firma vorgeht. Der See sei schwarz, die Leute todernst, habe er befürchtet, bevor er in die Region zog, sagt Klepper im lokalen Neujahrsblatt zur Jahrtausendwende. Seine Frau würde als Westschweizerin dort voraussichtlich leiden, glaubt er anfänglich. Der heutige CVP-Präsident, müsste eigentlich sagen, der heutige Mitte-Präsident, so rasch veraltet ein Buch heute schon, also der heutige Mitte-Präsident Gerhard Pfister verschaffte ihr eine Anstellung als Sprachlehrerin in seiner Privatschule. Es hilft nicht auf Dauer, sie verlässt Klepper nach der Pensionierung. Ein anderer Ingenieur, der 16 Jahre bleibt, erzählt, ich habe vor der Anstellung mit meiner Frau die Region erkundet, wir gingen zusammen essen am See. Es war ein strahlender Herbsttag, schöner konnte es nirgends werden. So ließ er sich von der Firma anstellen. Als er nach einem halben Jahr ihrem Geheimnis auf die Spur kam, hatte sich die Familie hier schon niedergelassen. Es war ihm ein bisschen unangenehm, aber er sagte sich, dann mache ich es halt. Der See hat das Geheimnis dieser Firma lange bewahrt. Zwei Zuger Stadtpräsidenten standen im Laufe der Firmengeschichte dem Kryptoaufsichtsrat vor. Der eine, Philipp Schneider, kombinierte das Amt mit seiner Präsidialzeit als Stadtoberhaupt. Kritische Fragen stellte er nie. Der zweite, Walter A. Hecklin, fragt erst nach, als alle Medien schon über den dubiosen Hintergrund der Firma berichten. Naivität oder Opportunismus? Man kann sie nicht mehr fragen, denn sie sind beide inzwischen verstorben. Danach sitzen zwei in Bundesbern hochgeschätzte Liberale, Politiker im Aufsichtsrat der Firma. Der eine, Georg Stucki, mehrjähriger Präsident der gewichtigen Wirtschaftskommission des Parlaments, der andere, Rolf Schweiger, zeitweilig gar Parteipräsident. Naivität wird man ihnen nicht unterstellen können. Also Opportunismus. Man kann auch sie nicht fragen, denn beide sind heute krank, Stucki inzwischen verstorben. Sie mögen anfänglich nicht über den geheimdienstlichen Hintergrund ihrer Firma informiert gewesen sein. In ihrer Amtszeit kommen sie dem Geheimnis auf die Spur und verbleiben trotzdem im Gremium. Rolf Schweiger, der letzte Zuger Politiker im Verwaltungsrat, fühlt sich in diesem Amt nur für die Finanzen der Firma verantwortlich. Die Zuger Politiker Hecklin, Stucki und Schweiger stehen für die Haltung der Schweiz gegenüber dem wichtigsten gemeinsamen Programm der Geheimdienste. CIA und BND, die Schweizer Verantwortlichen, ahnen den Hintergrund erst nur vage, kommen dem Geheimnis irgendwann auf die Spur und vergessen oder verdrängen es gleich wieder. Hecklin und Stucki waren nicht sonderlich überrascht, als ich sie bei einem Mittagessen über die Eigentümer informierte, erinnert sich der langjährige Krypto-Geschäftsleiter Michael Gruppe. Gerüchte in diese Richtung gab es in Zug schließlich schon immer.
mit ihrer Verschwiegenheit, den tiefen Steuern und der minimalen Regulierung spurt die Region ihre heutige Rolle als Crypto Valley vor. Alle involvierten Schweizer leisten auf ihre Art Dienst nach Vorschrift. Als Verwaltungsräte nicken sie die Jahresabschlüsse ab, solange die Verluste nicht beunruhigend sind. Als Bundespolizisten fragen sie die Beteiligten und weisen sie gleichzeitig auf das Geschäftsgeheimnis hin. Solange ihnen keine Beweise präsentiert werden, dürfen sie von nichts wissen. Beweise selber zu erheben, sehen sie nicht als ihre vordringlichste Aufgabe. Als Politiker sind sie froh, nicht so viel zu wissen, dass sie ins Geheimnis mit hineingezogen werden. Einzig der Schweizer Nachrichtendienst will es ab 1977 genauer wissen und platziert nach dem ersten Eklat um gezinkte Geräte einen eigenen Mann in der Firma, Klepper. Beim zweiten Eklat 1992 sitzen er und der Schweizer Verkaufschef zusammen mit dem deutschen Geschäftsleiter und dem schwedischen Chefkryptologen zu viert in der Teppichetage. BND, CIA, Schweden, die Schweiz auf Augenhöhe. Hecklin und Stucki bemühen sich als Verwaltungsräte mit Herzblut um den Fortbestand der Aktiengesellschaft, als ihnen bekannt ist, dass die Firma der CIA gehört und der US-Nachrichtendienst die Spur von Neugeld verwischen will. Allein schon die Lex Koller über den Grundstückerwerb von Ausländern macht die Kapitalerhöhung kompliziert, denn die Krypto besitzt Grundstücke an guter Lage. Hecklin ist als Hotelier des Ochsen eine starke Figur in der Stadt. Als Zuga-Aktivisten während seiner Amtszeit als Stadtpräsident eine leerstehende Liegenschaft besetzen, um ihrer Forderung nach einem Kulturzentrum Nachdruck zu verleihen, stellt er ihnen sein Wirtepatent zur Verfügung. So ist deren Einweihungsfest legal. Mit Georg Stucki geht es mir wie dem Hasen mit dem Igel. Wo ich als Hase hinhopple, sitzt dieser Igel schon da. Als ich mich mit dem Ende des Kolonialismus auseinandersetze, ist Stucki Schweizer Honorarkonsul in Libyen. Als ich während des Studiums meine Lizenziatsarbeit zur Erdölpolitik der Nahoststaaten verfasse, gibt mir Stucki als Geschäftsführer der Erdölvereinigung Auskunft. Als ich mich mit dem Steuerwettlauf der Kantone nach unten befasse, hat Stucki als Siegerzuger Finanzdirektor eben zum sechsten Mal die Steuern in seinem Kanton gesenkt. Als die Deregulierung zum nationalen Thema wird, präsidiert er die Wirtschaftskommission im Parlament. Als die Skrupellosigkeit im Rohstoffhandel Thema wird, ist Stucki zum engen Vertrauensmann des Rohstoffhändlers Mark Rich geworden. Und als die Krypto dringlich einen neuen Geldgeber sucht, scheint ihr diese Verbindung zu helfen, zu neuem Geld zu kommen. Wie schon beim Kauf wird die Zahlung durch ein liechtensteinisches Treuhandbüro verschleiert. Die neuen Aktien gehen unverfänglich an die Anstalt Europäische Handelsgesellschaft oder GOLF, wie die CIA diese Tarnfirma nennt. GOLF sei ein Spaziergang mit Ärger, schrieb Mark Twain. Ärger gibt es 1994 tatsächlich, denn dieses eine Mal ist der Hase schneller. Ich komme im Februar zur Gewissheit, dass die Zuga-Firma an nicht vertrauenswürdige Länder wie den Iran, Libyen oder Syrien Geräte liefert, bei denen die übermittelten Geheimnachrichten knackbar sind. Nicht zufällig, sondern beabsichtigt. Die Schwachstelle der Verschlüsselung ist mathematisch gut getarnt, damit kein Kunde auf die Idee kommt, dass die westlichen Nachrichtendienste mitlesen können. Solche Schwachstellen werden zuerst bei den mechanischen Verschlüsselungsprogrammen eingebaut und später mit Hilfe der NSA auch bei den elektronischen Geräten. So wird die Komplexität um ein Vielfaches reduziert, was den Amerikanern und den Deutschen, der CIA und dem BND und ihren befreundeten Diensten erlaubt, mitzulesen. Ja, vielen herzlichen Dank, Rees, für diesen Buchausschnitt. Was mich jetzt vielleicht kurz interessieren würde, wie kam es überhaupt dazu, dass dich dieses Thema Krypto so fest beschäftigte, dass du bereits 1994 ein Buch darüber geschrieben hast, das dann auch national sehr große Wellen geworfen hat? Wie kamst du das erste Mal mit dieser Unternehmung in Berührung und weshalb hat dich das dann motiviert, um so tiefe Recherchen zu diesem Thema zu machen?
Es war so, dass Hans Bühler damals zurückkam, 1993, ausgezeichnet von der Haft. Und es hat mich fasziniert, wie er keine Ruhe gab, wie er in diesem Fall dran blieb, wie er nicht verstand, was um ihn herum passierte. Und es gab damals eine Porträtreihe des Wertverlages. Und dann habe ich ihn Hans Bühler vorgeschlagen, habe Hans Bühler angefragt. Er war angetan, es hat ihn von Anfang an das Projekt auch interessiert, fasziniert. Er hat recherchiert, mindestens, nein, eigentlich noch mehr als ich, eigentlich Tag und Nacht. Ich habe mehr quasi das journalistische Handwerk, die kritische Distanz habe ich dazu geliefert, natürlich den Text verfasst, weil ich glaube, dass die kritische Distanz wichtig ist. Aber dieser Hans Bühler hat mich sehr, sehr stark beeindruckt und ich denke, ich habe ja dieses Buch auch um seine Geschichte geschrieben, mit einem eindrücklichen Nachwort von ihm. Paul hat ihn über die ganzen Jahre danach beschäftigt und das war für mich einfach faszinierend, wie ein Mensch sich eben das nicht, ich glaube, es ist auch Vorbild in diesem Sinne, sich nicht abspeisen lässt. Nicht die Firma hat ihn versucht, mit allen Mitteln abzuspeisen, quasi stillzustellen mit Drohungen, mit Verlockungen, mit ins quasi zurückversetzen ins Büro, mit sozialer Sicherung, hat die mit der Million, die Kaution ist, unter Druck gesetzt, dass quasi am Schluss noch das Gefühl hat, er muss selber für diese Million haften. Und wie dieser Mann gekämpft hat, bis er zur Wahrheit kam, nicht, das war für mich schon sehr eindrücklich und macht ihn in gewissen Sinne zu einem Vorbild. Ja, dein erstes Buch über diese Kryptoaffäre war eine Zusammenarbeit mit Hans Bühler und das zweite Buch, das dieses Jahr erschienen ist, dann mit seiner Tochter, mit Chris. Und da möchte ich jetzt ihr gerne das Wort erteilen, wie sie diese ganze Zeit erlebt hat und was ihre Gedanken auch waren, als im Februar dieses Jahres eigentlich das alles ans Licht kam. Ja, guten Abend und vielen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Nun, für uns war diese Zeit 92, das waren 9,5 Monate ohne meinen Vater. Ich war damals 17 Jahre alt oder wurde es in dieser Zeit. Und es war natürlich furchtbar, nicht zu wissen, wo er ist und wie es ihm geht. Im Endeffekt war es halt so, dass einige Möglichkeiten nicht wahrgenommen worden sind, um ihn früher zu befreien. Also im Endeffekt hätte man diese Haft um 6 bis 7 Monate verkürzen können. Es sind da mehrere Möglichkeiten nicht wahrgenommen worden. Und er war wirklich, wie Rees das vorher sagte, vielen Dank, Rees, er war nachher eigentlich gezwungen, das zu recherchieren, weil nach seiner Rückkehr kam seine Entlassung und ganz viele falsche Behauptungen von Seiten der Krypto AG, gegen die er sich wehren musste. Und das zwang ihn eigentlich zu seinen Recherchen damals. Und halt die Entlassung führte auch dazu, dass er erste Hinweise bekam. Er war ja verhört worden von den Iranern, aber er hatte das eigentlich als Fangfragen abgetan. Das war alles viel zu groß. Und im März 93, da fing er, glaube ich, mit der Arbeit mit Rees an. Und dann eben hat er ich glaube, so Ende März 93 schon die ersten Hinweise bekommen, dass da die Deutschland auch nicht nur über die Siemens Einfluss hatte, wie man es ja wusste, das wusste mein Vater auch, aber halt, dass die deutsche Bundesvermögensverwaltung plötzlich aufgetaucht ist als eben allfälliger Aktionär dahinter. Und am Schluss kam es ja so, dass die Krypto ihn verklagt hatte und er sich halt noch mehr wehren musste. Und ja, was ist meine Rolle jetzt da drin? Ich bin einfach nochmal hier, um auf seine Geschichte von damals aufmerksam zu machen, weil es gibt jetzt eine Diskussion, es gibt endlich wieder Untersuchungen, aber es scheint, dass nicht viel Wille besteht, nach wie vor nicht, um Transparenz zu erhalten hier. Und ja, jetzt würde Bühler sich wehren und wäre nicht mehr gezwungen zu schweigen. Und ich bin einfach hier, um ein bisschen seine Person zu schützen, weil es gab über die ganzen Jahre schon während seiner Haft im Iran und viele Male danach immer wieder die Bestrebungen, ihn so ein bisschen zum Spion zu machen, hat der Bühler vielleicht doch etwas gewusst.
Und das war eben halt nicht so, weil er hat es wirklich dann recherchiert und er war eigentlich am meisten betroffen über das, was ihm da passiert ist. Und ab dann hat er die Behörden informiert, dass ich weiß, dass er 6-mal bei der Bundespolizei war und er war etwa 7-mal beim EDA und einmal sogar 94, aber erst ist ihm das gelungen beim Nachrichtendienst. Und das, ja, das sieht man einfach auf dieser Folie, es waren all diese Treffen und er hat wirklich die Behörden informiert. Und ich möchte einfach dafür sorgen, dass jetzt nicht wieder Gerüchte über seine Person entstehen, sondern sagen, nein, Bühler hat informiert und die Behörden wollten es nicht wissen. Also es geht wirklich so ein bisschen darum, dass es jetzt höchste Zeit ist, ihn endlich zu rehabilitieren und nicht, weil er verstorben ist, ihn vielleicht wieder als Täter hinzustellen. Ja, er war wirklich das Bauernopfer von Rubicon und das war nicht nur durch diese Haft, die ihn gezeichnet hat. Seine Familie, wir mussten das auch mittragen, sondern es war halt nachher auch, dass es bis dazu ging, dass er eben verklagt wurde und dann zum Schweigen verurteilt wurde. Es wurde sehr viel gelogen über seine Person, über sein Verhalten im Iran. Er hat sich auch nie negativ über den Iran geäußert, sondern im Gegenteil war sehr erstaunt, über die Seite der Krypto AG zu erfahren. Und es geht wirklich darum, es braucht jetzt eine Aufarbeitung. Es kann nicht sein, dass so viele Jahre später wieder Lügen weitergezogen werden, sondern ich denke, die Öffentlichkeit verdient jetzt diese Transparenz. Heute heißt es, es ist alles verjährt oder man habe es ja seit 94 gewusst. Das stimmt, aber das hilft meinem Vater nicht, weil erstens wurde er 13 Jahre dazu missbraucht, diese gezinkten Chiffriergeräte zu verkaufen. Er war kein Snowden. Mein Vater hat diesen Weg nicht gewählt. Seine Familie übrigens auch nicht. Er hat Kunden von der Krypto AG aus allen Herrenländern nach Hause gebracht. Ich bin überzeugt, mein Vater hätte seine Familie nicht dermaßen exponiert, wenn er von dieser Gefahr gewusst hätte, in der er geschwebt hat. Also er wurde all diese Jahre diesem horrenden Risiko ausgesetzt, dass er nicht, von dem er nicht wusste und das er nicht gewählt hatte. Also ich finde, es ist wirklich an der Zeit, noch einmal über dieses humanitäre Fiasko zu sprechen, weil eben es gab diese Bußenforderung aus dem Iran. Das war eben am 10. Mai. Von dem haben wir als Familie und auch die Öffentlichkeit hat nie etwas davon erfahren. Diese Bußenforderung ging an die Krypto AG. Also ich wage da sehr zu bezweifeln, dass man beim EDA nichts gewusst hat. Davon nie gewusst hat. Angeblich hat man das da nicht gewusst, aber man hätte viele Dinge später nachvollziehen können und das wollte man eben nicht. Man wollte nicht hinschauen. Und was ich auch noch so als Punkt drauf habe auf meiner Liste jetzt, ist eigentlich auch ein bisschen ein Justizskandal dahinter. Wie der Rees das schon gesagt hat, in diesem Prozess wurde von der Bundespolizei, die hat der Krypto AG eigentlich eine weiße Weste bescheinigt. Und das hieß für Hans Bühler, dass er mit sehr schlechten Chancen da stand. Und weiter hat das Gericht auch in einer Umkehr quasi dann gesagt, es war eigentlich ein Ehrverletzungsprozess von der Krypto gegen Hans Bühler. Er hätte nicht sagen dürfen, es gäbe neue Erkenntnisse nach dem ersten Buch mit Rehstrehle, dass die Kryptonachrichtendienst betrieben habe. Und das Gericht hat ja dann am Ende verlangt, dass er das nachweist, dass er den BND als wirtschaftlichen Eigentümer nachweist. Und das gelang ihm nicht. Das gelang auch der ganzen Presse nicht. Und heute heißt es, der Fall ist verjährt und man habe es gewusst. Passt für mich nicht ganz zusammen. Ja, das sind so ein paar Sachen, auf die ich gerne hinweisen möchte. Für uns als Familie war diese Zeit sehr hart. Bühler würde sich jetzt wehren können, endlich. Und ja, muss ich ein bisschen nochmal auf seinen Fall hinweisen. Vielen Dank. Ja,
Vielen Dank dir, Chris, für diese spannende Einschätzung und natürlich auch persönlichen Anekdoten zu diesem Thema. Ja, dieser Fall Bühler anfangs der 90er Jahre war wahrscheinlich der Moment, wo diese Operation Minerva am ehesten hätte auffliegen können oder wo es am meisten auch Aufmerksamkeit auf diesem Thema gab. Das ganze Programm lief ja bereits seit den 70er Jahren und ging schlussendlich dann bis 2018. Und jetzt dort eine gewisse Gesamteinschätzung wird jetzt Joe Lang machen. Ich möchte gern ihm das Wort übergeben. Nach diesen eindrücklichen Worten von Chris möchte ich zurückkehren zum Buch von Rees und einen Abschnitt vorlesen, wo auch Hans Bühler vorkommt. Es ist die Seite 54. Ich erinnere mich an einen Anlass mit Armin Huber 1994 in Zug, als mein Buch über den Fall Bühler öffentlich diskutiert wird. Huber ist damals Vizedirektor und weist den darin beschriebenen nachrichtendienstlichen Hintergrund der Firma so vehement und entrüstet zurück, dass ich ins Zweifel komme, ob ich nicht einer Verschwörungstheorie aufgesessen bin. Ich traue diesem Mann das Lügen schlicht nicht zu und weiß heute, dass er den wahren Besitzer der Firma damals nicht kannte. Diese Veranstaltung, die Rees in diesem Buch beschreibt, die fand am 7. Oktober im Casino statt. Wir als Alternative hatten sie organisiert. Und zwar der Anlass war dieses Buch da, das erste Buch von Rees, verschlüsselt, das vorher Lucian schon erwähnt hat. Es wurde übrigens wieder neu aufgelegt. Beide Bücher lohnt sich wirklich, beide Bücher zu kaufen. Wie kamen wir Alternativen 1994 auf die Idee, über die Krypto eine Veranstaltung zu machen und über dieses Buch? Die Krypto war für uns nicht unbekannt. Seit 1983 verfolgten wir sie. Unser damaliger Weg zur Krypto führte, wie vieles in Zug, über die Mark Rich, die heute Glencore heißt. Also bei der Mark Rich hatten wir 1982 entdeckt, dass sie der wichtigste Boykottbrecher mit Erdöl für Südafrika war. Und Erdöl war der einzige bedeutende Rohstoff, den das Apartheid-Regime selber nicht hatte. Also eine strategische Frage. Und diese Erkenntnis veranlasste uns, auch weitere Zuckerkonzerne, Firmen zu suchen, die mit dem Apartheid-Regime geschäfteten. Und so sind wir auf die Krypto gestoßen. Die Krypto arbeitete sehr eng mit dem rassistischen Geheimdienst und der Polizei und der Armee zusammen. Eines der ersten Sachen, die wir dann machten, war, wir holten im Handelsregister einen Auszug der Krypto. Das ist das Original von 1983. Ich zeige es, ihr könnt es nicht lesen. Ihr seht auf dem Titelblatt Gründung der Krypto 1952, dann auf der Rückseite viele Veränderungen im Laufe der Zeit und dann zu oberst einen gelb angestrichenen Namen, der Verwaltungsratspräsident Philipp Schneider. Auf der dritten Seite erscheint dann ein weiterer Zuger, nämlich Walter A. Heckling als Verwaltungsrat.
Schneider gehörte dem Verwaltungsrat dann von 1952 bis 1988. Und jetzt ist 1970 etwas Seltsames passiert. Schneider wurde, was damals unüblich war für einen Schweizer, Verwaltungsratspräsident der Krypto. Kurz darauf wurde er Stadtpräsident und das war zu erwarten. Was ist 1970? 1970 ist das Jahr, wo die Krypto vom CIA und vom BND vollständig gekauft wurde. Und das ist kein Zufall. Die CIA und der BND wussten, dass eine Firma im Besitz ausländischer Geheimdienste, welche die Neutralität der Schweiz benutzt, um das zu tun, was diese Geheimdienste wollen, nämlich Geräte zu exportieren, bei denen sie mitlesen können, dass das politisch hochheikel war und dass es da im Verwaltungspräsidium jemanden brauchte, der gut vernetzt war politisch in der Schweiz. 1982 bekam dann die CVP, also Schneider war Mitglied der CVP, 1982 bekam dann die CVP einen zweiten Sitz im Verwaltungsrat, Walter A. Heckling. Er war damals Stadtpräsident bis Ende Jahr und Kantonsrat bis 1986. 1988 wurde er dann Nachfolger von Schneider als Verwaltungsratspräsident. 2002 nahm dann auch die FDP Einsitz im Verwaltungsrat über Georg Stucki. Der war damals gleichzeitig Mark Ritschmann und das hatte wahrscheinlich auch finanziell gewisse Vorteile für die Krypto. Dann später kam noch Rolf Schweiger dazu, der es allerdings nicht zum Verwaltungsratspräsident brachte. Stucki übernahm das Verwaltungsratspräsidium von Heckling im Jahr 2002 und hatte es inne bis 2016. In der Summe gibt es 56 Jahre CVP-Präsenz im Verwaltungsrat und 28 Jahre FDP-Präsenz. Auf nationaler Ebene saß die FDP auf dem TÜV und die CVP im Seitenwagen. Im Zug war es umgekehrt, da saß die CVP auf dem TÜV und die FDP im Seitenwagen. Lucian, du kannst das wieder entfernen, diese Liste. Diese Politiker, Schneider, Häcklin, aber auch Stucki, die waren verantwortlich in einer Firma. Schneider wusste es vielleicht nicht, solange er Verwaltungsrat war, aber Häcklin und Stucki haben es spätestens 1994 erfahren, was es für eine Firma war, dass sie Geheimdiensten gehörte und dass sie Kunden betrog unter Missbrauch der Neutralität. Diese gleichen Politiker habe ich erlebt 1989 im Kampf um Schweiz ohne Armee, die das Argument vertreten haben, die Schweizer Armee hat die höchste Legitimität aller Armeen auf dieser Welt, weil sie bloß die Neutralität verteidigt. Und das zweite Argument ging noch weiter. Die Neutralität zwingt uns gemäß Haager-Abkommen von 1907 eine Armee zu besitzen, was völliger Humbug ist. Aber das wurde damals vertreten. Ich habe mich häufig gefragt, als diese erfahren haben, ein paar Jährchen später, dass diese Firma die Negation der Neutralität verkörperte, ob sie sich einmal erinnert haben an ihre Argumentation gegen unser Engagement. Ähnliches lässt sich sagen über Villiger, der es ja auch 1994 erfahren hat. Villiger hat ein Jahr, bevor er es erfahren hat von Stucki, wem diese Firma gehörte, hat Villiger unsere Stopp F18-Initiative bekämpft, Hightech hat er bekämpft,
mit Hellebarden. Und Hellebarden, die sind nationalistisch, neutralistisch. Und ich frage mich auch, ob er einmal eine ehrliche Sekunde hatte und sich sagte, ich bin mit unredlichen, falschen Argumenten angetreten. Das ist, was ich zu sagen habe, vorläufig. Nachher geht es ja noch weiter. Super, vielen Dank, Joe. Vielleicht für alle Teilnehmenden jetzt noch den Ablauf der weiteren Veranstaltung. Wir werden jetzt noch circa 20 Minuten werden Rees, Joe und Chris zusammen diskutieren und danach möchten wir die Runde öffnen. Danach könnt ihr alle eure Fragen und eure Gedanken auch einbringen zu diesem Kryptoskandal und dann hoffe ich natürlich auf eine spannende Diskussion. Ja, meine erste Frage geht eigentlich an alle drei von euch. Was waren eure Gedanken am 11. Februar dieses Jahres, als wahrscheinlich irgendwo online ihr als erstes diese Schlagzeile gesehen habt über diesen Kryptoskandal? Soll ich beginnen? Oder? Ja. Ihr wollt, ja, beginn doch mal, Chris. Bei mir war der 11. Februar nicht so ein Schlüsselmoment, weil ich wurde also muss auch sagen, das ganze Papier, das Geldpapier ging nicht ganz richtig, wie du in der Einleitung sagtest, über den CIA raus, das Leck war nicht dort, das war beim BND. Also der CIA hat dieses Papier in einer Kopie dem BND geschickt, das bereut er heute, weil das dort das Leck dann war über Veteranen, die stolz waren auf einen Erfolg, einen geheimdienstlichen Erfolg. Und dann ging dieses Papier zu dem deutschen Kölner Journalisten Peter Müller. Und der hatte mich zusammen mit dem Kollegen aus dem Frontal 21 ZDF-Sendung, hatte mich schon im quasi dreiviertel Jahr im Voraus informiert. Also ich war informiert im Mai, Juni, ein Jahr vorher. Und da war es nicht ein Schlüsselmoment. Aber es war natürlich, also ich rede jetzt über dieses Mai-Erlebnis, es war für mich ein schönes Erlebnis, ein seltenes auch, denn der Bereich der Geheimdienste gilt normalerweise als letztlich als undurchdringbar. Und ich hatte mich eigentlich schon abgefunden mit der Tatsache, dass dieses Rätsel nie ganz gelöst wurde. Und so war es natürlich für uns es war eine Lösung. Ich habe mir einfach vorgestellt, was es für Hans Bühler geheißen hätte. Es wäre für ihn die definitive Bestätigung dessen, was er geahnt hat, wovon er auf die Spur kam. Und das ist also eigentlich das richtig Tragische an der Geschichte ist, dass Hans Bühler das nicht mehr. Ja, das ist natürlich so, ja. Das hätte er sich nie träumen lassen, dass das eines Tages doch mal noch herauskommt, weil er war zum Schweigen gezwungen und er hätte eine Strafe von 100.000 Franken zahlen müssen. Also für ihn war klar, dass er immer höchstens noch unter der Hand darüber gesprochen hat. Aber eigentlich ja, es war klar. Ich war auch vorgewarnt, weil Rees hatte mich kontaktiert und auch im Hinblick auf die Rundschau diese Leute. Aber ich habe mir nicht vorstellen können, welche Dimensionen das annimmt. Darf ich noch etwas Kleines ergänzen an die Adresse all derer, die das Argument hört man häufig, man hat das immer schon gewusst. Oder das übrigens sind dieselben, die das sagen, die damals uns gesagt haben, ihr seid ja alles Verschwörungstheoretiker und habt irgendwelche spinnigen Vorstellungen und denkt euch da was aus. Die sagen jetzt beispielsweise auch, es gilt auch beispielsweise für Noser, der freisinnige Ständerat Zürcher, der sagt, ja, das war ja immer schon bekannt. Also das war der Freisinn selber. Es waren seine Leute, die immer gesagt haben, das stimmt nicht. Und ich zitiere jetzt einfach, ich zitiere dann damals obersten Chef der Bundespolizei, Peter Huber, der sagte, als ich ihn gefragt habe, was haben Sie gedacht, als Sie davon gehört haben, von dieser Wahrheit jetzt, da hat er gesagt, ich meine, das wäre ja dann wohl wahrscheinlich der Bestinformierte oder einer der Bestinformierten in der Schweiz, hat er gesagt, als ich das erfahren habe, die Krypto gehörte der CIA und dem BND, bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich habe einen Monat vor dieser großen Enthüllung an den Solothurner Filmfesttagen Rees Strehle getroffen. Es ging da um den Film über 68 und Folgen in der
in der Schweiz. Ich war dort auf einem Podium. Und dann im Gespräch mit Rees sind wir auch auf die Veranstaltung von völlig, aus meiner Sicht völlig unschuldig, auf die Veranstaltung von 1994 zu sprechen gekommen. Und da hat Rees nur eine Nebenbemerkung gemacht. Ja, diesbezüglich könnte nächstens etwas passieren. Das heißt, ich war sehr abstrakt vorbereitet auf das Momentum, aber nicht konkret. Als dann die Bombe geplatzt ist, also das war eine größere Kiste, als ich damals in Solothurn erwartet habe. Meine ersten zwei Gedanken waren einerseits an Hans Bühler. Ich hatte ja damals im Casino Hans Bühler kennengelernt. Ich hatte von ihm damals einen doppelten Eindruck. Einerseits ein sehr auffällig stattlicher Mann und andererseits eine Person, die traumatisiert war. Das war mein Eindruck von Hans Bühler. Und mein erster Gedanke war, warum kann er das nicht mehr erleben? Und der zweite Gedanke war, betreffs Rees, ich wusste, wie schwierig seine Situation war, dass er selber zum Beispiel nach diesem Auftritt von Armin Huber an unserer Zuckerveranstaltung Zweifel hatte, ob er jetzt wirklich einer Verschwörungstheorie aufgesessen sei. Und all jene, die heute behaupten, man hätte das damals schon gewusst, das ist absolut verlogen. Und vor allem müssten sich diese dann die Frage stellen, wenn ihr das schon gewusst habt, lieber Ruedinoser, wie viel war dir dann die Neutralität wert, um eine solche massive Verletzung der Neutralität einfach weiterlaufen zu lassen? Nein, wir haben das Ausmaß dieses Skandals nach 1994 so nicht gewusst. Es war alles viel größer, als wir es ahnen konnten. Das war wirklich eine riesige Enthüllung damals. Zuerst war es ja in der Rundschau. Ja, die Neutralität ist das richtige Stichwort. Diese Operation Minerva, wie sie ja in diesen enthüllten Dokumenten genannt wurde, war ja nicht nur eine extrem wichtige Operation. Rund 90% der Geheimberichte an die deutschen Botschaften stammten beispielsweise aus diesem Programm. Für die Deutschen ein extrem wichtiges Programm, aber natürlich auch für die USA, weil 40% aller entschlüsselten Nachrichten in diesen Jahrzehnten auch durch diese manipulierten Chiffriergeräte gewonnen wurde. Es hat jetzt natürlich auch ein anderes Licht auf viele weltgeschichtliche Ereignisse geworfen, beispielsweise der Putsch in Chile, der durch die USA unterstützt wurde und wo natürlich auch Informationen im Spiel waren von Chiffriergeräten, aber es wirft ein riesig anderes Licht auf die Schweizer Neutralität. Auch wieder vielleicht eine Frage an euch dreien. Was heißt das aus eurer Sicht für die Neutralität der Schweiz? Wird die sich jemals wieder davon erholen? Gibt es jemals wieder einen neutralen Staat oder wird man die Schweiz immer ein bisschen in diesem Licht der NATO-Nähe sehen? Darf ich wieder beginnen? Oder wollt ihr sagen? Ihr könnt euch organisieren, wie ihr wollt. Ja. Also, wenn ich beginnen darf, ich zitiere jetzt Roger Deweck, der ehemalige Tagi- und Zeitchefredakteur, heutiger Publizist, der sagte beim Podium Kaufleuten, die Schweizer Neutralität war nie etwas anderes als eine hochnützliche Verlogenheit. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen, finde es scheinbar etwas drastisch, aber es fällt schon auf, wie wenig die Neutralität jetzt verteidigt wird von eigentlich genau von jenen Kreisen, von denen wir erwartet haben, vielleicht auch ich, vielleicht ein bisschen naiverweise erwartet haben, dass sie verteidigt wird. Denn ich bin tatsächlich der Meinung, die Schweizer Neutralität ist etwas
Wichtiges, etwas Schönes. Also wenn es patriotische Gefühle in mir gibt, dann mache ich die am ehesten fest an der Neutralität. Damit verbunden ist ja auch häufig die wichtige humanitäre Rolle der Schweiz im Ausland, die Vermittlerdienste im Konfliktfall. Und es erstaunt mich schon, wie leichtfertig jetzt mit diesem wichtigen Wert, ich glaube nicht nur mir, sondern man weiß auch von Umfragen aus der Bevölkerung, umgegangen wird. Und ich kann mir das eigentlich, also jetzt kommt ja dann dieser GPDL, dieser Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats, die den Geheimdienst überwachen soll, raus. Ich kann mir es nicht anders vorstellen, aber wir können vielleicht am Schluss danach darauf noch kommen, als dass jetzt wieder, wenn dieser Bericht kommt, der GPDL, Sie können nicht sagen, die Schweiz hat nichts gewusst. Nicht, das würde es ja lächerlich machen angesichts der Dokumente, die da sind. Aber Sie werden sagen, da wette ich jetzt noch drauf, wenn jemand einsteigen will, der Nachrichtendienst war schuld. Nicht? Die haben nicht weiter nach oben informiert, das ist auch das Konstrukt. Nicht? Sie haben die Politiker nicht informiert, dass Villiger von Stucki informiert war, war ein Betriebsunfall. Er hat das ja auch dann mit einem Witz gestoppt, wenn man den Papieren glauben kann. Er selber bestreitet das. Aber im Prinzip ist die Konstruktion, eine solche Konstruktion, so angelegt, dass die Nachrichtendienste das, also die Spitzen der Nachrichtendienste das wissen, die Politiker das decken, aber nicht explizit wissen. Und damit eben wie jetzt dann vermutlich, also meine Vermutung im Bericht der GPDL, sagen können, ja, die Politiker haben das nicht gewusst. Denn wenn sie es gewusst hätten, wäre es natürlich ein Riesenskandal für die Schweizer Neutralität. Und das ist, das denke ich, das Schlüsselthema. Darf ich mich wieder anschließen? Ich denke, also ja, die Neutralität, wir sind heute in einer neuen Generation. Ich denke, das spielt auch eine Rolle. Wie ist die schweizerische Neutralität heute zu definieren? Also mein Vater war da ein sehr guter Schweizer, war im Militär und er war da sehr geradlinig. Und er hat auch damals schon, ihr habt zusammen Veranstaltungen gehabt, wo er schon immer auch gesagt hat, das wäre furchtbar für die Schweizer Neutralität. Nun, jetzt sind wir heute eine Generation weiter, also ich, die das noch so im Gehör hat. In meiner Familie wurde die Neutralität spätestens 1995 halt begraben, als wir einfach als Familie einsehen mussten, dass die Schweiz da beteiligt war. Das war für uns so deutlich in dem ganzen Prozess. Und da muss ich dir einzig widersprechen, Rees, inwieweit die Politiker das gewusst haben. Weil das waren eine ganze Menge Beamte, die mein Vater immer wieder informiert hat. Und da gibt es auch noch seine Notizen drüber. Er hat das wirklich festgehalten und die haben jeweils auch ihm zum Teil versprochen, weiter zu informieren. Er wurde ja zeitweise auch bedroht und auch Fruttiger hat das Gleiche ausgesagt. Mein Vater war nicht der einzige Zeuge. Es gab eigentlich ganz viele Zeugen, die alle in die gleiche Richtung gingen. Und eben, es wurde gesagt, Verschwörungstheorie. Und eben diese Neutralität wurde furchtbar hochgehalten. Und heute in der neuen Generation scheint es nicht mehr so zu interessieren. Ich finde das schade. Im Nachwort des aktuellen... Lucian? Ja, oh, du hast... Entschuldigung, Joe. Ja, natürlich, ja. Ich meine, ähnlich wie die gleichen Kreise, die sagen, ja, es ist gar nichts Neues rausgekommen, sind die gleichen Kreise, die jetzt sagen, ja, das mit der Neutralität, das wusste man ja immer, dass das nicht so eng gemeint war. Aber wenn es darum ging, die Linke zu bekämpfen, wenn sie sich für internationale Solidarität einsetzte, dann war die Neutralität plötzlich absolut. Beispielsweise Südafrika hat man gesagt, wir sind neutral, deshalb dürfen wir uns nicht am Boykott beteiligen. Da war Neutralität plötzlich sehr wichtig. Wir wussten immer, dass die Neutralität in der Schweiz etwas sehr Relatives war. Zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg hieß das, wie das die damalige Generation sagte, 6 Tage arbeiten wir für Hitler und am 7. beten wir für die Alliierten, wobei ich da relativiere, nicht alle haben für die Alliierten gebetet. Das wussten wir immer. Aber heute, wenn es gewissen Kreisen so leicht fällt, zu sagen, ja, das mit der Neutralität war nicht so eng gemeint.
und sich dann zusammenschließen mit anderen Kreisen, die sagen, wir haben Neutralität immer als fake betrachtet, zum Beispiel Roger Devec, dann gibt es hier eine zusätzliche Agenda, die sich zusammenfinden könnte und die wir bekämpfen müssen unter dem Titel Neutralität. Und diese Agenda heißt, sich enger zusammenschließen mit der NATO, sich enger zusammenschließen, allenfalls mit einer künftigen EU-Armee, militärische Auslandeinsätze. Und hier wird die Neutralität verstanden in einem universalistischen Sinne. Neutralität heißt ja an sich nichts anderes als universell. Wird die Neutralität zu einem friedenspolitischen Instrument? Und hier bin ich der Meinung, und hier verstehe ich mich auch sehr gut mit Rees Strehle, hier müssen wir versuchen, der Neutralität einen nicht ganz neuen Sinn, diesen friedenspolitischen Sinn hatte sie schon immer teilweise, aber ihr heute wirklich diesen Sinn zu geben, nicht mehr bewaffnete Neutralität, sondern zivile Neutralität, Neutralität, die weiß, global heißt Neutralität UNO, weil bei der UNO alle dabei sind, das ist kein Sonderbund wie die NATO. Diese Diskussion finde ich interessant und ich warne vor all jenen, die sagen, Neutralität war schon immer ein Fake, sie bleibt ein Fake, weil das öffnet Tür und Tor für Entwicklungen, die wir nicht wollen können, beispielsweise Richtung NATO. Und wie konkret diese Frage ist, das stellt sich schon jetzt hat sich schon bei den Kampfjets gestellt. Also ich bin ein Kämpfer für die Neutralität, aber nicht im isolationistischen Sinne der SVP, sondern in einem universalistischen Sinne des Engagements im Rahmen der UNO beispielsweise. Darf ich nur, also wenn ich noch zwei Sätze jetzt anfügen darf, ja, die SVP eben zur Sprache kommt, wir sind jetzt ein bisschen ungnädig verfahren mit CVP und FDP, oder? Und die SVP war ja nicht drin in dieser Krypto-Geschichte, das heißt, sie wäre eigentlich unbelastet. Es ist aber mehr Zufall, weil sie nicht stark war oder zur damaligen Zeit nicht stark war in der Innerschweiz. Aber wenn man sieht heute, woran die SVP die Neutralitätsfrage festmacht, nicht genau an der UNO-Frage, an der universellen Organisation, an der Frage, ob die Schweiz humanitäre Helfer im Ausland beschützen darf, an solchen Fragen, das ist minim, das ist geradezu lächerlich im Vergleich zu dem Neutralitätswert, der jetzt in der Kryptogeschichte auf dem Spiel steht. Nicht? Und das scheint mir, da bin ich gespannt, da müsste auch was, zumindest von den Dissidententeilen der SVP dazu kommen, dass das sind neutralitätspolitische Fragen, die gestellt werden, nicht die Frage, ob man bei einer universalen Organisation wie der UNO mitmachen darf. Ja, diese politische Diskussion, die wird garantiert weitergehen und es wird dann nochmals zusätzliches Öl ins Feuer gegossen werden, wenn die Geschäftsprüfungsdelegation ihren Prüfungsbericht veröffentlichen wird. Ich glaube, das wird in den nächsten Monaten der Fall sein. Chris, Rees, in deinem Nachwort zu deinem neuen Buch schreibst du, dass du dich weiterhin der Wahrheitssuche in diesem Fall verpflichtet fühlst und auch Chris dabei unterstützen möchtest. Vielleicht kannst du zuerst und dann auch Chris kurz sagen, welche Punkte sind jetzt noch offen und erhofft ihr euch auch Unterstützung von offizieller Seite, von diesen Untersuchungen, auch von diesem Bericht Oberholzer in dieser Sache? Ja, es ist der Bericht Oberholzer und es ist der Bericht der GPDL und es ist, glaube ich, inzwischen auch klar, er wird also nicht in den kommenden Monaten, sondern er wird im kommenden Monat erscheinen, also im November, voraussichtlich am 10. wird es an einer Medienkonferenz vorgestellt. Und die Frage, wie viel Arbeit uns Journalisten bleibt, das ist eigentlich fast eine mathematische Gleichung. Je mehr Stellen geschwärzt sind in diesem Bericht der GPDL, nicht, die mussten ihn ja jetzt vorlegen, dem Bundesrat. Der Bundesrat konnte beantragen, was geschwärzt wird aus nationalem Interesse der Schweiz. Je mehr Stellen geschwärzt sein werden, umso
wie heißt das in der Mathematik, proportional wächst unsere Arbeit nicht, denn das gibt dann, das ist dann Aufgabe von uns und von, denke ich, auch im demokratischen Diskurs wichtig, das eben offen zu legen und sich nicht einschüchtern zu lassen von außenpolitischen, seltsamen außenpolitischen Rücksichtsnahmen der Schweiz. Chris, welche Punkte sind für dich noch offen und hoffst du, dass diese in den nächsten Monaten ans Licht kommen? Ja, eben, also für mich ist wichtig der Schutz jetzt von Hans Bühler, also eben, dass er nicht irgendwie wieder herangezogen wird und zum Täter gemacht wird oder eben wieder zum Verschwörungstheoretiker. Ich glaube, diese Phase haben wir jetzt endlich nach 27 Jahren eindeutig überwunden. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das Zweite ist eben, dass er halt einfach wirklich rehabilitiert wird. Also er ist ziemlich missbraucht worden damals und ja, für uns als Familie war das auch überhaupt nicht schön. Und in der nichts gegen die parteipolitische Diskussion, aber wäre es in der Schweiz nicht so einfach gewesen, für die Krypto AG ihre wirtschaftlichen Eigentümer, also sprich die Aktionäre, einfach geheim zu halten, bis und mit vor Gericht in einer Klage, wäre das nicht so einfach, dann wäre Rubicon eigentlich schon Ende 95 aufgeflogen. Das sind so Punkte, also die ganze juristische Seite, wie haben sich die Behörden damals verhalten. Für mich sind nicht nur die oberen, auch die unteren. Also Joe, du hast vorher den Vergleich mit den Nazis gebracht, oder es waren nicht alle in der Partei von den Nazis und haben trotzdem dafür gearbeitet und haben einfach geschwiegen. Also für mich ist das eine Sache, die nicht unbedingt mit Parteizugehörigkeit zu tun hat, dass damals auch irgendjemand etwas hätte sagen können. Es war noch nicht die Zeit der Whistleblower, wie wir sie heute haben. Also ich werde gerne mit Rehstrehle und auch selber dranbleiben und da einfach darauf aufmerksam machen, dass man das weiter diskutiert und endlich Transparenz dahinter bringt. Vielen Dank. Dann noch eine letzte Zugfrage oder zugspezifische Frage an Joe, bevor ich dann auch gerne das Plenum öffnen möchte. Wir haben ja hier im Zug nicht nur die Krypto AG seit Jahrzehnten. Diese Firma hat sich ja mittlerweile auch aufgespaltet und über 60 Menschen haben aufgrund dieser Enthüllungen oder aufgrund der Auswirkungen dieser Enthüllungen auch ihren Job verloren. Die SciOne AG, die muss ihre Tore schließen, weil sie keine Ausfuhrbewilligungen mehr durch den Bundesrat bekommen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das Crypto Valley, das genau gleich heißt wie diese Firma, obwohl es dort vor allem um Blockchain-Technologie und Kryptowährungen geht. Was siehst du für mittel- und längerfristige Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Zug durch diese Enthüllungen, Joe? Gut, Zug erlebt ja nicht das erste Mal solche Enthüllungen und wie meistens waren wir die einzige Partei, die auf der kritischen Seite stand. Beispielsweise Mark Rich, Glencore, Crown Resources, Ölkatastrophen und so weiter und so fort. Ich glaube, und das zeigt auch die Diskussion um die Konzernverantwortungsinitiative, die ja sogar von zwei ehemaligen bürgerlichen Ständeräten im Kanton Zug befürwortet wird. Ich glaube schon, dass sich etwas bewegt. Es gibt verschiedene Ebenen. Eine Ebene, das ist die Steuerpolitik. Ich meine, dass Zug zu einem solchen Sündenpfuhl wurde, wirtschaftlich, das war primär die Folge der Steuerpolitik schon in den 50er Jahren mit der Schaffung dieses Instituts der gemischten Gesellschaften, als die ersten Rohstofffirmen gekommen sind. Der Kampf gegen das zugerische Steuerdumping, der ist sehr wichtig und ich war ja nicht dabei beim Referendum, das ihr jetzt zustande gebracht habt, aber mein Eindruck ist, dass es diesmal etwas einfacher ist, als es früher gewesen ist. Dann glaube ich auch, dass sich etwas bewegt hat in den letzten Jahren in der Gesellschaft. Angefangen hat es außerhalb der alternativen Kreise, zuallererst in kirchlichen Kreisen.
schon 2003 bei dieser Ölkatastrophe. Das Schiff hatte den sinnigen Namen Prestige. Da hat es eine Solidarität gegeben aus kirchlichen Kreisen. Also die heutige Stellungnahmen der Kirchen für Konzernverantwortungsinitiative, das hatte sich damals schon 2003 angekündigt. Und ich glaube auch in den bürgerlichen Kreisen, es ist nicht mehr das Tabu, das es früher war. Und der Konsens ist etwas brüchiger geworden. Also irgendwie erinnert es mich an die historischen Diskussionen über die Armee. Es gibt sie noch, aber sie ist keine heilige Kuh mehr. Allerdings, hier ist es etwas schwieriger, weil hier gibt es viele Leute, die viel Geld verdienen, ohne dafür viel arbeiten zu müssen. Mein Zuger Wirtschaftsanwalt, das ist das absolute Gegenteil von Meritokratie. Man gibt den Namen, einen Teil des Büros, es haben ja manchmal 100 Firmen Platz in einem Büro, und kriegt dafür wahnsinnig viel Geld. Darf ich noch mal vielleicht noch zwei Sätze ergänzen, damit nicht falsche Federn da an meinem Hut stehen bleiben. Vielleicht noch erwähnen, es gab immer wieder auch Kollegen und Kolleginnen, die diesem Kryptofall nachgegangen sind mit sehr viel Elan und auch Kompetenz. Ich möchte nur die Rundschau erwähnen, schon damals 1994 mit Frank Garbeli, der auch am Thema blieb, der 2015, als das Friedman-Archiv geöffnet wurde, der befreundete Kryptologe von Hagelin in den USA, der am Thema blieb, eine wirklich spannende Auseinandersetzung darüber geschrieben hat, Beitrag auf Infosperber, und die beiden Kolleginnen von der Rundschau, das finde ich, die hatten Eindruck, haben eine eindrückliche Arbeit gemacht, Nicole Vögele und Fiona Endres. Und die Tatsache, dass das SRF und die Rundschauleitung Mario Poletti bereit waren, diese beiden jungen Kolleginnen mehrere Monate für diese Recherche freizustellen, das spricht auch wirklich für die Schweizer Medien. Und ich denke, diese beiden Kolleginnen, wie sie das Thema filmisch umgesetzt haben, die verdienen mindestens den Zürcher Journalistenpreis des nächsten Jahres. Ja, bevor ich die Diskussion hier öffnen möchte, möchte ich euch noch einen kurzen Hinweis mitteilen. Wie Wolfgang richtigerweise in den Chat geschrieben hat, wird diese Diskussion gerade aufgezeichnet. Was damit gemacht wird, hängt dann noch von den Podiumsteilnehmenden ab. Es wird jetzt einfach mal prophylaktisch aufgezeichnet. Das einfach als Hinweis für euch. Und nun geht es darum, dass ihr Fragen stellen könnt, dass ihr euch einbringen könnt. Das kann einerseits über den Chat sein, aber andererseits könnt ihr natürlich auch direkt mit dem Mikrofon in diesen Raum hier hineinsprechen. Ich glaube, wir haben hier schon eine erste Frage von Martin Hosek. Er fragt, wie konnte das alles jahrzehntelang so lange weitergeführt werden, ob schon zumindest zwei Parteien in diesem Kanton sich die Bekämpfung solcher Missstände auf die Fahne schreiben? Wer möchte mit dieser Frage beginnen? Beginnen wir vielleicht gleich mit Joe. Also zuerst muss ich sagen, bis vor kurzem war es nur eine Partei. Die Krypto wurde nur immer von uns kritisiert. Das ist einfach die Wahrheit. Wir haben den Kopf immer alleine hingehalten. 1985 haben wir eine Demonstration durchgeführt gegen die Kollaboration des Zuger Finanzplatzes mit dem Apartheid-Regime. Diese Demonstration zielte auch auf die Krypto. Sie ging nicht nach Steinhausen, sie fand in Zug statt. Aber die Krypto war ein Thema. Und die andere Partei, die unterstützte nicht, weil wir nicht nur die Apartheid kritisierten, sondern auch noch die Zuckerfirmen, die mit der Apartheid kollaborieren. Und wir haben ihm gesagt, das ist unglaubwürdig, in Zug die Apartheid zu kritisieren und all die Firmen, und Zug war zentral für das Überleben des Apartheid-Regimes. Mark Rich allein hat 2 Milliarden Dollar Gewinn gemacht aus dem Boykottbruch. Kritik an der Apartheid in Zug war nur glaubwürdig, wenn sie verbunden war mit der Kritik an Firmen wie Mark Rich oder beispielsweise die Krypto.
interessant war, obwohl unsere Demo in Zug war und Steinhausen doch einige Kilometer entfernt ist, wurde die Krypto in Steinhausen mit Stacheldraht abgesichert. Der Stacheldraht sagte nichts aus über uns. Wir haben nie Gewalt angewendet und schon gar nicht nach einem mehrkilometermäßigen Sturmlauf. Der Stacheldraht sagte sehr viel aus über das schlechte Gewissen der Zuständigen. Und ich meine, die zwei CVP-Verwaltungsräte in der Krypto, die waren auch eng verbunden mit jener Polizei, die jeden Demonstranten fotografiert hat in Zug und in Steinhausen mit der Feuerwehr das Kryptogebäude abgesichert hat. Jetzt zur Frage dieser Enthüllung. Also wir haben viel enthüllt über Krypto und ihre Geschäfte mit Südafrika, auch mit Saudi-Arabien. Das waren unsere zwei Hauptthemen. Aber das, was Rees Strehle 1994 mit Hans Bühler rausgebracht hat, und das, was jetzt ausgekommen ist, das überstieg unsere Möglichkeiten. Da hätte ein Whistleblower aus der Firma zu uns kommen müssen und uns das erzählen müssen. Und dann hätte es noch mindestens einen zweiten geben müssen, weil einer allein, das ist zu wenig glaubwürdig. Also das war wie eine andere Ebene, bei der wir nur höchstens zufällig mitmachen konnten. Also an diesen Enthüllungen, da haben wir höchstens den Beitrag geleistet, was in 1994 Hans Bühler und Rees Strehle an unsere Veranstaltung eingeladen haben. Vielen Dank. Vielleicht gehen wir gleich zur nächsten Frage, die dann Rees beantworten könnte. Roman Hackmann fragt, besteht die Chance, dass jemand effektiv zur Verantwortung gezogen wird? Falls ja, wer oder welche Rollen sollten dies sein? Ja, ich kann da nur, also bevor wir den GPDL-Bericht sehen, kann da nur vermuten. Also ich persönlich vermute, dass es wird sicher Verantwortliche werden benannt werden. Es werden Leute aus dem Nachrichtendienst sein. Es ist ja auch nicht das erste Mal, es ist eigentlich seit ich mich erinnern kann, etwa der dritte oder vierte Skandal des Schweizerischen Nachrichtendienstes, nicht nach Kurt Schilling, der im Fall Bachmann ja da die Österreicher ausspioniert hat. Übrigens, also ich sage jetzt das übrigens auch ein Zuger, aber ich möchte da vielleicht gleich noch auf diese hinweisen. Wir wollen hier kein Zug-Bashing, das ja auch in einer vorherigen Frage oder Kritik stehen geblieben eines Teilnehmers. Es geht hier nicht um ein Zug-Bashing, nicht Zug. Es könnte auch Zürich sein, es könnte Lugano sein, es könnte Vaduz sein. Es ist einfach jetzt spezifisch halt Zug, weil Hagelin sich für Zug entschieden hat, nicht? Und darum reden wir in erster Linie über Zug, weil Zug diese Rolle dann mit über die Politiker wahrgenommen hat. Aber ich jetzt konkret auf die Frage, wer wird zur Verantwortung gezogen? Ich vermute schon, dass einige, vielleicht zwei, drei oder zwei mindestens Nachrichtendienstleute dann letztlich die Verantwortung auf sich nehmen müssen. Das ist, glaube ich, Teil ihres Jobs und der Konstruktion. Nicht? Die Verantwortlichen des Nachrichtendienstes, die wissen, dass quasi das ist ihr Risiko. Wenn solche Geschichten auffliegen, müssen sie die Politiker decken. Die haben das explizit auch nicht gewusst, aber gedeckt. Und damit werden sie dann quasi, ja, werden vielleicht zurückgestuft oder weniger ehrenvoll entlassen. Das ist ja in der Schweiz schon zwei, drei Nachrichtendienstleuten so passiert. Aber letztlich werden sie auch nicht fallen gelassen, nicht? Und wenn das Thema dann vielleicht vom Tisch ist oder weniger brisant, dann kann es sogar sein, dass sie rehabilitiert werden. Vielen Dank. Dann die nächste Frage gerne an Chris. Du hast ja in den letzten Jahrzehnten erlebt, mit welchen Widerständen das Aufdecken eines solchen Skandals verbunden ist. Manuela Weichelt fragt in den Chat, ob das heute wieder passieren könnte. Ich fürchte ja, weil hier zu viele Landesinteressen daran beteiligt waren. Also das sieht man auch, zum Beispiel mein Vater konnte nie ein Protokoll gegensehen über seine ganzen Befragungen. Das hieß, wurde alles zurückgehalten im Sinne der Landesinteressen der Schweizer Eidgenossenschaft. Und so gesehen habe ich, bis ich ihn sehe, auch nicht sehr viel Vertrauen in diesen GPDL-Bericht. Wie ich hörte,
die gewissen Verantwortlichen dieser Firma Crypto, also die wirklich viel, viel Verantwortung da tragen würden, dass die zum Teil gar nicht einmal vorgeladen werden. Dann frage ich mich schon, wie weit jetzt zum heutigen Zeitpunkt überhaupt ein Wille besteht, für Transparenz zu sorgen. Und so gesehen, ja, so viele Stellen waren involviert. Ich denke schon, dass das heute immer noch passieren kann, ja. Weil da haben sämtliche Kontrollorgane irgendwie, ja, wo waren die alle? Dann fragt Wolfgang, beziehungsweise zuerst eine Feststellung von ihm, dass das Backdoor in den Kryptogeräten nicht auch Frieden in die Welt gebracht hat. Und seine Frage ist, ob das nicht auch einen positiven Aspekt hatte, da der BND und die CIA die Kommunikation von Schurkenstaaten mitlesen konnte. Gab es da wirklich auch eine positive Seite an dieser Sache? Zuerst einmal, was die CIA und der BND gemacht haben und mit der Krypto, das ist schurkenhaft. Und Schurken können kaum andere Schurken im Sinne des Guten bekämpfen. Vielleicht gibt es irgendwo einen Kollateralnutzen dieses Skandals. Aber die Tatsache ist, in einem Land, das offiziell neutral ist, wird diese Neutralität missbraucht. Die haben ja nicht nur gegen die Neutralität gehandelt. Die waren nur hier, weil die Schweiz offiziell neutral ist. Wird gegen die Neutralität gehandelt und wird sie missbraucht, um anderen Ländern Geräte zu liefern, die diese nur deshalb kaufen, weil die Schweiz neutral ist. Ich meine, das ist auch vom Privatrechtlichen aus, vom Geschäftlichen aus, eine unglaubliche Schurkerei. Und die Neutralität ist etwas Wertvolles und die wurde wirklich massiv, massiv, massiv verletzt. Ich bringe nur, wir kennen das Beispiel Chile. Da konnten die Amerikaner Pinochet besser helfen dank der Krypto. Ein anderes Beispiel, Argentinien. In Argentinien hat die Diktatur 30.000 junge Menschen umgebracht. Und sogar die deutsche SPD-Regierung wusste das und man hat zugeschaut. Ich meine, das ist ein moralisches Desaster, das hier zum Ausdruck kommt. Also da muss ich sagen, kleine Kollateralnutzen mag es gegeben haben, aber angesichts dieses Desasters sind die nicht der Rede wert. Da muss ich ein bisschen widersprechen. Also ich glaube, es gibt tatsächlich einige nützliche, wiederhaltende Erkenntnisse, die aus diesem Programm gewonnen werden. Das sagt aber nicht grundsätzlich das Ganze, jetzt, dass es quasi damit alles gut ist. Aber beispielsweise die Schweiz, es wird gesagt, die Schweiz hätte damals gewusst, zum Beispiel, wie mit den Geiseln umgegangen werden, mit den Schweizer Geiseln konkret, auch den beiden in Libyen. Sie hätte gewusst, dass die freikommen und sei davon abgehalten worden, was ja diskutiert wurde vom Nachrichtendienst, die gewaltsam befreien zu wollen in Libyen. Es ist, wenn ich beim Thema Libyen bin, vielleicht das beste Beispiel jetzt für eine eher friedenssichernde Erkenntnis, die aus diesem Programm gewonnen wurde, was ich gehört habe aus dem BND, war es so, dass die Nachrichtendienste, also konkret der BND, über das Minerva-Programm informiert waren, dass Gaddafi daran war, ein Nuklearprogramm aufzubauen. Nicht? Und das wurde dann verhindert. Man hat offenbar in Libyen dann also Lieferungen von Ersatz, von Teilen, die zum Bau dieses Programms dienten, getätigt, die fehlerhaft waren, damit das Programm sabotiert, bis das internationale Nuklearabkommen unterzeichnet war und hat damit verhindern können, dass Libyen zur Nuklearmacht wurde, was, denke ich, was wir heute wahrscheinlich alle froh sind, denn ein Staat, ein nicht mehr existierender Staat oder der Failed State mit Atomwaffen, das möchten wir nicht. Also darf ich noch zwei, drei Sätze sagen, weil die Zeit läuft uns vielleicht ein bisschen davon mit den Fragen und ich sehe übrigens mit Freude, dass da Funkerabkürzungen und so auch gebraucht werden. Vielleicht nur sagen, die Funkersolidarität, das ist auch
was mich wirklich begeistert hat in diesem Fall, wie dann mit Hans Bühler von verschiedenen, ich kriege immer wieder auch Mails mit Funkerabkürzungen und so, das finde ich sehr, sehr schön, auch dass das Interesse, dass man da wirklich die Erinnerung an Hans Bühler, dessen Abkürzung aus Funker ich jetzt leider nicht mehr weiß, aber es ist auch etwas mit HB und so. HB9XJ. HB9XJ wirklich da so hoch. Und dann wird er gesagt, Omnisec sei nicht besser, habe ich jetzt gelesen in den Chats. Das kann sein. Nicht? Wir haben damals vermutet, Krypto gehöre den Deutschen und Omnisec gehöre den Amerikanern. Nicht? Und inzwischen wissen wir aber, die Krypto gehörte schon ab 1970 den Amerikanern. Also weit bin ich nicht mehr ganz so sicher über die Omnisec. Es gibt auch unterschiedliche Aussagen. Es gibt solche, die angebliche Kooperation auch für Omnisec mit Geheimdiensten. Aber beweisbar ist das, bewiesen ist das nie worden. Und es gibt eben auch kein Minerva-Papier über die Omnisec. Also halten wir sie für unschuldig. Und dann wurde noch kritisiert, vielleicht als Investor an alle, wir hätten zu stark in die Vergangenheit diskutiert, was eben das für heute heißt. Ja, vielleicht können wir ja dann damit schließen. Genau, das wäre jetzt meine Schlussfrage gewesen, effektiv. Ja, ich wollte fragen, das hat Markus Mattis hier eingebracht, was können wir aus diesem Skandal für die Zukunft lernen? Vielleicht zuerst Chris. Ja, also ich wollte vorher noch etwas sagen zu Joe. Es ist absolut richtig, weil es wurde immer dieser Schweizer Boden wurde sehr stark verkauft, also eben um diese Kryptogeräte anzupreisen. Das war ein extremes Verkaufsargument und das ist eindeutig missbraucht worden. Ich persönlich habe keine Illusionen, dass es Geheimdienste nicht gibt oder dass sie vielleicht auch einen gewissen Nutzen haben können. Es ist einfach da nicht in Ordnung, wo Leute nicht wählen können, daran teilzunehmen, denke ich. Und was wir für heute, es braucht eine gewisse Kritik. Wie gesagt, wir sind eine Generation weiter. Vielleicht muss man die Neutralität neu definieren. Das kann durchaus sein. Aber es ist wichtig, dass man die Transparenz reinbringt, weil momentan sind wir in der Luft vor diesem Bericht. Und dann muss die Diskussion kommen, wie viel Transparenz gibt es von da aus oder sonst muss weiter recherchiert werden. Sonst können wir keine Lehren für die Zukunft daraus ziehen, denke ich. Dann entweder, Joe, möchtest du sonst gleich etwas sagen? Also es gibt sehr viel zu lernen und sehr viel zu tun. Ich möchte einfach sagen, diese Vergangenheit müssen wir zuerst verarbeiten. Wenn jemand sagt, reden wir über die Zukunft, ist das richtig, aber dann kommt bei mir immer so leicht der Verdacht, ja, will man von der Vergangenheit wegkommen. Nein, das muss gründlich aufgearbeitet werden und alle Leute, die heute leben und die hier involviert waren, müssen befragt werden. Das hat die GPDL sicher nicht gemacht. Also es muss alles auf den Tisch, ohne Rücksicht auf Sonderinteressen des schweizerischen Geheimdienstes. Der hat derart versagt, der hat kein Recht, irgendeine Forderung diesbezüglich, bezüglich dieser Geschichte zu stellen. Eine weitere Lehre ist, das Zugersteuerdumping muss aufhören. Zug ist ein besonders heißes Pflaster. Es ist doch logisch, dort, wo die Steuern besonders tief sind, das sieht Firmen, die fragwürdig sind, besonders gut an. Ich sage nicht, alle Firmen, die angezogen werden durch tiefe Steuern, seien fragwürdig. Aber die Frage für die Fragwürdigen ist es besonders attraktiv. Und wenn die Zugerregierung in einer Antwort auf deine Interpellation, Lucian, schreibt, das seien Einzelfälle, das hören wir nun seit 40 Jahren. Und wodurch ist Zug weltweit bekannt? Durch diese Einzelfälle, Glencore und so weiter. Es sind einfach immer sehr massive Einzelfälle, wie das Matterhorn auch ein Einzelfall ist. Weiter ist absolute Transparenz. Einen Fortschritt haben wir in Zug ja erlebt, nämlich dass Exekutivmitglieder nicht mehr in privaten Verwaltungsräten sitzen können. Da haben wir zwei Volksinitiativen gemacht. Nach der zweiten konnten wir es dann durchsetzen. Aber eigentlich müsste diese Transparenz viel breiter sein.
dass beispielsweise Leute, die kandidieren, auch für Legislativen, ihre Wirtschaftsmandate offenlegen müssen. Die kann man zwar herausfinden, aber sie sollen es von sich aus machen. Auch Parteienfinanzierung, Transparenz, weil solche Sachen kommen hier möglicherweise auch noch rein. Also Transparenz überall ist wichtiger als andere Kriterien. Aus meiner Sicht, was das Entscheidende ist oder wichtig ist, ich glaube nicht mal, dass man die Neutralität jetzt neu definieren muss, aber ich glaube, was entscheidend wird, sein wird, man muss die Neutralität ernst nehmen. Als Wert, als wichtigen Wert, denke ich, auch diskutieren und bin überzeugt, dass dafür eine deutliche Mehrheit auch bei der Abstimmung eben die Neutralität ausdrückt. Und wurde hier im Chat ja gesagt, ja, das sei eine Geschichte aus dem Kalten Krieg. Das mag stimmen bis 89, aber ich darf daran erinnern, dass der Kalte Krieg seit 89 Geschichte ist und das Programm ging weiter. Also im CIA-Papier steht, im Minerva-Papier steht, um die Jahrtausendwende war das Programm Krieg lebendig. Die deutschen Kollegen sagen und die Rundschau-Kolleginnen sagen, es sei sogar bis 2018 weitergegangen. Und was eben entscheidend ist, und darum wird die Neutralität an Bedeutung gewinnen, wir stehen vermutlich vor einem neuen Kalten Krieg. Nicht, ob dann das genau nur so sein wird wie damals, wissen wir nicht. Aber wir haben wieder zwei Supermächte, die gegenseitig gegeneinander aufrüsten. Wir haben dazu Störfaktoren, beispielsweise Russland, die Türkei und so weiter. Und umso wichtiger wäre da ein neutraler, letztlich der Humanität verpflichteter internationaler Player wie die Schweiz, nicht, die eben dann aber ihre Neutralität tatsächlich ernst nimmt, die in der UNO einen aktiven Part spielt, die sich für Menschenrechte einsetzt in diesen UNO-Kommissionen, für den Klimaschutz und so weiter. Und das braucht zur Glaubwürdigkeit ein Fundament der Neutralität, nicht? Und der Fall Krypto müsste dafür wirklich lückenlos aufgearbeitet werden. Vielen Dank. Ich möchte mich herzlich bei euch allen bedanken, dass ihr heute hier dabei wart. Natürlich den drei Podiumsteilnehmenden für eure Flexibilität, dass wir doch relativ kurzfristig diese heutige Veranstaltung online durchführen konnten. Ich glaube, das war eine tolle Sache. Wir hatten jetzt nun auch sehr viele Teilnehmende, 75 Leute, das freut mich sehr. Natürlich auch euch allen ein riesiges Dankeschön. Wenn ihr weiterhin über diese Themen informiert bleiben wollt, dann abonniert doch den Newsletter der Alternativen Die Grünen. Unsere Website ist grüne-zukunft.ch und dort wird es gerade auch in den nächsten Monaten um viele Themen gehen, die heute Abend auch angesprochen wurden. Im März steht ein Referendum an eine Referendumsabstimmung zu weiteren Steuersenkungen, die der Kanton Zug als Corona-Maßnahme tarnt. Wir werden Ende November im Kantonsrat über eine Interpellation, die genau diesen Kryptoskandal kritisch beleuchtet, diskutieren und wollen dort vom Regierungsrat natürlich wissen, was hat die Regierung gewusst in den letzten Jahrzehnten. Genau, ja, über all diese Themen wird es weitergehen und ich bin natürlich persönlich auch sehr gespannt dann auf diesen Bericht der GPDL, der nächsten Monat herauskommen wird. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend und bis vielleicht bald mal im wirklichen Leben. Bleibt alle gesund. Thank you.